Jo, nach gefühlten 3 Monaten melden wir uns dann auch endlich mal wieder zurück. Wir wollen heute ein zweites Mal auf Aal angeln, weil das beim ersten Mal ja nicht ganz so glanzvoll funktioniert hat. Heute wollen wir nichts dem Zufall überlassen und haben so ein paar Sachen zurechtgelegt, die richtig schmackhaft sind und das wollen wir euch jetzt mal vorführen. Wo? Hergen war wohl cool und hat mal 1 Kilo Leber gekauft, davon habe ich ja im letzten Video auch schon gesprochen. Beziehungsweise Nico wollte ja mit, wie hieß es noch? Irgendwelchen Boilies, wolltest du Maisboilies, ne? Mhm. Ja, ich möchte jetzt aber mal mit Leber probieren, weil... Mais hat einen sehr starken Eigengeschmack. Das wird sein. So. Was machst du da jetzt? Ich mache den Mixer scharf. Ich habe hier mal 1 Kilo reinstes Schweineleber. Dann zeig doch mal die Schweineleber. Das ist auch wirklich eine wunderschöne Masse. Eine sehr homogene Masse, wie man sieht. Ein wenig blutig. Möchtest du doch mal reingucken? Ja. Sieht aus wie ein Herz. Sicher, dass es eine Leber ist? Es schlägt noch. Oh ja. Guck an. Guck an. Genau. Das wollen wir heute mal so ein bisschen in den Mixer reinhauen. Ich werde das jetzt einfach mal so ein bisschen hier reingießen, weil das so schön flutschig ist. Warte, warte. Warte, jetzt. Mm. So, das reicht. Dann wollen wir auch noch ein bisschen mit Leber fischen später. Weil ich da ein paar Scheibchen noch rausschneiden möchte. Da wird das Ganze wieder schön verschlossen. Ja, und dann würde ich sagen... Warte, 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 du nicht. Ah. Feuer frei. Nein, noch nicht. Das muss doch schön eklig werden hier. Oh. Jetzt. Das hast du sehr schön gemacht. Leber. So, warum püriere ich das Ganze? Weil ich mit dem Zeug nur locken möchte. Das sieht nicht sehr appetitlich aus. Macht das bitte irgendwo, wo ihr auch das schleunigst reinigen könnt und wo ihr auch keinen Anschiss kriegt. Ich meine, ich bin hier in meinem Häuschen und... Oh, Alter! Es ist sehr penetrant, sehr penetrant. Schatz, du möchtest auch mal riechen? Riech mal. Riech doch mal. Jetzt komm, riech. Nein. Riechst nein. Du was? Riech mal. Alle müssen es einmal riechen. Riech mal. Boah, ich finde das riecht. Riecht nach Leber. Ja. So, genau. Das, Sieht eigentlich aus wie ein Erdbeershake. Boah, wenn du den. Mach mal einen Smoothie drauf. Alter. So, wir haben noch ein bisschen Paniermehl gekauft. Das ist eigentlich relativ geschmacksneutral. Hiervon gut und günstig. Ja. Damit werde ich das Ganze so ein bisschen verfestigen. Aber da die Aale ja nicht so gerne Paniermehl mampfen bzw. sich daran nicht unbedingt sättigen können, werde ich das so ein bisschen damit verrühren, damit wir das Ganze auch ein bisschen weiter ins Wasser geben können. So, das ist eine richtig wunderschöne Pampe geworden, wie man sieht. So, das werde ich gleich noch ein bisschen mit Wasser verdünnen. So, damit wir das Ganze auch da so ein bisschen rauskriegen. Damit wir das dann auch schön reinkriegen. Da kriegen wir jetzt nochmal ordentlich Paniermehl drauf. So, dann haben wir nämlich gleich ein richtig schönes, ich würde mir jetzt am liebsten hier so ein Tuch schnappen. Rein mit den Flossen. Ja, echt. Wie im Kindergarten. Schön Leber mit Paniermehl vermüllen. Wie im Kindergarten. Ja, Leistungsangebot. Wie fütter ich Aale an? So, das ist jetzt im Endeffekt nur Leber. Etwas gestreckt mit Paniermehl. Damit wir das nachher auch gut ins Wasser werfen können. Das hat einen richtig heftigen Geruch, Alter. Die Leute, die hier rumstehen, werden das bejahen können. Riechst du das, Schatzi? Ja. Das riecht nicht gut. Nee? Riecht nach Leber. Können wir eigentlich auch in die Pfanne hauen, das ist eine Frikadelle. Ja, stimmt. Gut, das ist schon mal perfekt. Ja, aus dem restlichen Leber werden wir noch ein paar Stücke schneiden, damit werden wir nachher fischen. Und das ist nur unser Lockzeug. Genau, hier habe ich noch so ein bisschen was aus der Karpfenszene, das kennt auch jeder, das ist so Leberextrakt. Das haue ich da auch gleich noch mal ein bisschen mit drauf, weil das ein bisschen würziger ist. Ja, zappelt doch noch mehr rum. Achso, wolltest du das fokussieren? Ja, ich weiß nicht, will doch bestimmt jemand sehen. Also es gibt bestimmt Menschen, die sich dafür interessieren, was wir hier für Produkte verwenden. Naja, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, so, das hauen wir da noch mal so ein bisschen drüber. Sieht aus wie sich rum.
Das riecht aber nicht ganz so schlimm. Also die echte Leber riecht krass auf jeden Fall. So, das ist aber ja auch unser Ziel, weil wie gesagt, Aale ein sehr wahrnehmungsaktiver Fisch ist, der mit der Nase halt alles mitbekommt und auch über mehrere Kilometer. Und wenn man sich das so ein bisschen zunutze machen kann, dann sollte man das doch tun. Und das machen wir dann auch auf diesem Wege. So, weil beim letzten Mal hat es halt nicht geklappt. Jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe schon mehrere Aale gefangen. Aber heute wollen wir das auch nochmal vor der Kamera beweisen. Richtig? Ja. Gut. Dann haben wir das soweit fertig und dann sehen wir uns am Wasser wieder. Jo, am Wasser angekommen. Wir haben uns heute eigentlich vorgenommen, an den kleinen Kanal wieder zu fischen. Aber der war mir dann doch zu warm. Der hatte schon irgendwie was bei 25 Grad und das ist schon doch ein bisschen zu viel. Und somit haben wir uns an ein kleines Meer gewagt. Nico, kannst ja mal kurz rumfilmen. Wir haben auch jetzt eine neue Linse. Gut, warte eben. Ja. Und da wird man jetzt nicht so viel Bildfläche mehr sehen. Das werdet ihr in der Videoqualität wohl merken. Aber wir geben uns trotzdem Mühe, das so qualitativ wie möglich rüberzubringen. Genau. Jetzt noch mal kurz zu der Leber. Warum habe ich die vorhin püriert? Einfach aus dem Grund, dass die Geschmacksstoffe einfach leichter zu lösen sind aus dem Fleisch. Und wenn ich jetzt einen ganzen Fladen Leber reinhaue, dann können die Aale sich da gut dran laden. So, aber ich habe es jetzt halt mit dem Paniermehl gemixt, damit ich das irgendwie zu Wasser bekomme, weil die Brühe hier vor meinen Füßen hinzuschmeißen ist auch nicht unbedingt so sinnvoll. Naja, dann machen wir das Ganze einfach mal. Nimmt man sich hier so ein bisschen was raus, so ein Bein, so. Das Paniermehl ist im Endeffekt dafür da, dass das irgendwie ins Wasser getragen wird. So, die Aale werden das nicht fressen. Warte. Ja, ich jetzt einfach hier mal so ringsum ein bisschen verteilen. Es gibt halt eine extreme stinkende Lockwirkung. So, man kann das einigermaßen sehen. Gib mal was, Nico, was ist denn neue? Ja, mach nochmal. So, mehr schon nicht mehr da. Ja, sieht man. Jo. Dann fangen wir mal an aufzubauen. War da was? Ja, kurze Worte zum Gerät, also wieder eine etwas straffere Route. 0,35er Hauptschnur, 0,25er Vorfahr, ein kleines Laufblei, also wie gehabt beim letzten Mal auch. So, aber heute ist es so, dass ich hier ein bisschen mit Leber auffische. Ich habe mir hier so ein paar kleine Leberstücke zurechtgeschnitten. Hier, Nico, kannst du ja mal filmen. Da. Ja. Genau. Jetzt zieht man dann hier einfach auf den Haken. So, das hat nochmal einen zusätzlichen Lockeffekt. So, das schiebe ich dann hier so ein bisschen aus Vorfahrtboot. Und unten kommt dann noch ein kleines Stück Tauwurm, was das Ganze dann abrundet. So, dann haben wir hier so einen richtig dicken Happen, den der Aal hoffentlich schnell finden kann. Gut. Jo, arbeiten. Jo, geil. Boah. Ist er was dran? Jawohl. Da kommt er. Fisch. Willst du ihn mal anfassen? Ja. Ein Aal!
Ja, warte, ich mach den mal, eben erst fertig. Ja, bitte. Siehst du? Klappt. Voll glitschig. Wie teuer wird der? 5 Euro? Wie viel? Jetzt falle ich hier gleich noch über die ganze Scheiße. Meine Fresse. Hast du was? Jo, fühlt sich gar nicht schlecht an. Jo, ist ein guter. Da kommt er. Boah, was ein Zwerg. Aber ein guter. Schick. Ah, Nummer 2. Dann lass mich den nochmal empfehlen. Hast du was? Toll. Ab. Bissfrequenz ist heute irgendwie ziemlich rar. Normalerweise ist es so, dass man hier eine ziemlich hohe Bissfrequenz hat. Einfach auch, weil hier viele Krabben unterwegs sind. Und wie man hier sieht, scheint auch wieder eine Krabbe zugange zu sein. Und da auch schon wieder. Aber die Bisse, die wir haben, die werden auch effektiv ausgenutzt. So würde ich fast sagen. Wasser sehr ruhig, eigentlich viel zu ruhig für Aal hier an diesem Gewässer. Eigentlich mag ich es lieber, wenn hier ein bisschen Wind rüber pfeift, aber naja, es klappt anscheinend. 2 Aale haben wir bis jetzt gefangen. Einen habe ich am Rand verloren, ganz knapp. Naja, funktioniert. Ja, es regnet echt hart. Gut, dann sag mal in der Kamera, was los ist. Ja, unerwarteterweise kommt jetzt hier so ein heftiger Regen und wir sind da irgendwie nicht drauf vorbereitet. Wir haben keinen Schirm dabei und auch irgendwie keine Regensachen. Das ist gerade ein bisschen nervig. Naja, egal. 2 Aale haben wir gefangen bisher. Ja. Und das schnacken wir dann beim Auto. Das doch. Ist jetzt ab? Ja. Achso, ja gut. Ja, nach dem kurzen Regen, der sich dann doch als heftiger Platzregen entpuppt hat, haben wir dann doch schleunigst eingepackt und mussten somit eben Heimweg antreten, leider Gottes. Naja, so ist es halt leider dann doch nur zur Kurzsession geworden. Ich meine, so 2 Stunden und 2 Aale und einen verlorenen, das ist schon ganz in Ordnung, da kann man nicht meckern. Und mal sehen, vielleicht machen wir das auch noch mal ein drittes Mal, vielleicht dann ohne Platzregen, das wäre ganz schön. Nico habe ich schon bei seinem Auto rausgeschmissen, deswegen ist er diesmal nicht beim Abspannen dabei. Und ja, jetzt muss meine Freundin herhalten zum Filmen, halb so wild. Genau, jetzt wollte ich noch mal kurz sagen, dass ich mich bei den 250 Abonnenten mittlerweile schon bedanken möchte. Und dass wir dazu vielleicht auch noch mal irgendwie ein kleines Special machen werden. Ja, demnächst kommen auf jeden Fall noch ein paar andere Videos zum Thema Zanderfischen und ja, vielleicht auch noch was zum Welsangeln oder Karpfangeln, das weiß ich nicht. Aber bis dahin, Freunde, haut rein und viel Spaß beim Video.